Das war also die erste Station des Wahlsiegers Nummer 1, der CDU. Jetzt gehen wir zu den Liberalen, genauer gesagt zu meinem Kollegen Sven Thomsen. Guten Morgen ins Hans-Dietrich Genscherhaus. Die FDP ist der zweite Wahlsieger. Sie kommt auf 12,6% plus 4,0. Hat enorm zugelegt. Das beste Ergebnis in Nordrhein-Westfalen ever geholt. Trotzdem klang es gestern bei Christian Lindner so ein bisschen krawallig, jedenfalls für seine Verhältnisse. Er sagte, wir sind gar nicht der Wunschpartner der CDU. Sven, was bedeutet das? Will Lindner eventuell gar keine Koalition mit der CDU in Düsseldorf anstreben? Eine gute Frage. Guten Morgen nach Bonn, Hans-Werner Fittkau. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er das nicht will, denn Christian Lindner hat ja immer gesagt, wie schrecklich er die Große Koalition nicht nur aus Sicht der FDP findet, sondern auch insgesamt auf Bundesebene für die Demokratie. Und am besten fragen wir Katja Suding, die ist nämlich jetzt bei mir. Wir sind hier im Garten der Bundeszentrale des Hans-Dietrich-Genscher-Hauses. Katja Suding, die Landesvorsitzende ist und Fraktionsvorsitzende in Hamburg und 2015, das kann ich anmerken, ich glaube mit 7,4% in die hamburgische Bürgerschaft wieder reingekommen sind. Sie haben damals gezeigt, mit der FDP geht noch was. Christian Lindner hat sich gestern ein wenig bedeckt gehalten, überraschenderweise, was eine mögliche Koalition mit der CDU angeht. Schwarz-Gelb ist eigentlich etwas Natürliches. Warum? Na, Schwarz-Gelb ist nichts Natürliches. Wir haben ja auch gesehen, dass es auf Bundesebene zwischen 2009 und 2013 auch gar nicht gut funktioniert hat. Von daher, wir werden jetzt gucken. Es gibt verschiedene Konstellationen, die rechnerisch möglich sind. Es wird sicherlich Gespräche geben. Ich glaube, die CDU wird die SPD günstiger haben können als eine selbstbewusste FDP. Wir werden nur dann in eine Koalition eintreten, wenn wir auch wirklich deutlich eine liberale Handschrift hinterlassen können. Das werden wir ausloten, ob das möglich ist. Wenn nicht, ist es auch wichtig, dass es in Nordrhein-Westfalen eine starke Opposition gibt. Und da sind wir als drittstärkste Kraft gut gerüstet, um diese starke Opposition auch zu machen und im Notfall die Regierung vor uns herzutreiben. Glauben Sie wirklich, dass man das den Wählern verkaufen kann? Nach dem Ergebnis, das ja auch Hannelore Kraft in der Herzkammer der SPD eingefahren hat, also ein so schlechtes Ergebnis, dass da eine GroKo am Ende rauskommt und eine FDP, die wieder erstarkt, nicht zugreift, wenn sie regieren kann? Ja, der Ball liegt jetzt ja erstmal bei der CDU. Armin Laschet ist jetzt in der Rolle, Gespräche zu führen. Wenn man sich seinen Wahlkampf anguckt, den er geführt hat, dann sah man schon, dass es eine sehr große Nähe zur SPD gibt. Wir werden jetzt in Gespräche eintreten. Wir werden uns keiner Koalition verweigern, in der wir wirklich auch Punkte machen können. Das wird gut fürs Land sein. Sollte das nicht möglich sein, wird es eben aus der Opposition heraus sein. Was sind das denn für Punkte? Hat Christian Lindner gestern ja auch gesagt, wenn regieren, dann muss das eine FDP-Handschrift sein. Aus Ihrer Sicht, was sind die Punkte, die wichtig wären? Es geht uns um beste Bildung. Da ist viel zu tun in Nordrhein-Westfalen. Es geht uns um die Infrastruktur. Die liegt am Boden in Nordrhein-Westfalen. Da muss eine ganze Menge gemacht werden. Es geht uns um das Thema innere Sicherheit. Es war bei Herrn Jäger in ganz, ganz schlechten Händen. Und es geht uns darum, dass wir die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen wieder aufbauen und dynamisieren. Die Doppelstrategie von Christian Lindner, also sich einerseits zu bewerben als Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen, andererseits ja auch Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im Herbst zu sein, die ist aufgegangen. Aber auf der anderen Seite, wenn es jetzt zu einer Regierung käme zwischen CDU und FDP, ist es dann nicht umso komischer, dass der die Wahl gewonnen hat, dann weggeht? Ja, Christian Lindner hat ja von Anfang an mit offenen Karten gespielt, gesagt, dass er für beide Wahlen antreten wird. Das Ergebnis über 12% geben ihm ja recht, dass die Wähler gemerkt haben, dass sie mit einer Stimme für die FDP auf der einen Seite für gute Politik in Nordrhein-Westfalen sorgen, auf der anderen Seite aber ja auch diese Stimme einen doppelten Hebel hat und uns auch Rückenwind gibt für die Bundestagswahl im September. Das ist aufgegangen, diese Strategie, und ich halte es auch für richtig. Wenn wir mal ein bisschen darüber hinausschauen, in Schleswig-Holstein zweistellig, in Nordrhein-Westfalen zweistellig. Wo kommen auf einmal all die liberalen Wähler wieder her? Vor 4 Jahren waren sie klinisch tot und noch vor 2 Jahren quasi in der öffentlichen Wahrnehmung haben sie nicht stattgefunden. Warum jetzt? Ja, wir sehen, dass wir von allen Parteien bis auf die AfD Stimmen bekommen haben. Insbesondere gestern auch ganz, ganz viele Stimmen aus dem Lager der ehemaligen sozialdemokratischen Wähler. Wir haben gezeigt nach 2013, dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben. Wir haben uns neu aufgestellt mit einem neuen Team, haben unsere Themen auch wieder besser und anders akzentuiert. Das haben die Wähler gemerkt und sie vermissen uns im Bundestag als mindestens schlagkräftige Opposition, wenn nicht sogar auch als Partner in einer Regierung. Das Gleiche gilt für Nordrhein-Westfalen. Und ja, das merkt man an den Wahlergebnissen.
Dankeschön, das war Katja Suding, die Landesvorsitzende der FDP in Hamburg. Die FDP, sagt Katja Suding, wird wieder vermisst, auch in der Bundesrepublik. Ich würde sagen, wir warten das ab. Um 10.30 Uhr wird der FDP-Vorsitzende und gestrige Wahlgewinner Christian Lindner in der Bundespressekonferenz dann selber darstellen, wie er die Ergebnisse bewertet und wie er die Zeit bis zur Bundestagswahl angehen will. Bis dahin erstmal wieder zurück nach Bonn zu Hans-Werner Fittkau. Ja, vielen Dank, Sven Thomsen, ins Hans-Dietrich-Genscher-Haus zu den Liberalen.